Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde und hallo liebe Community, herzlich willkommen zum großen Jahreshoroskop 2020 für alle Sternzeichen. In diesem Video werde ich euch Auszüge aus den Sternzeichenkapiteln meines Jahrbuchs vortragen und die Timecodes, wann jedes Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gleich erfahrt ihr schon vorab und völlig kostenlos die wichtigsten Tendenzen für euer Sternzeichen. In meinem Jahrbuch findet ihr dann die ausführliche Deutung aller Planeten und Faktoren für euch und außerdem die detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres, und zwar für die Liebe, im Beruf und für die Gesundheit. Auch alle Geburtstagskinder, die 2020 besonders wichtige Aspekte empfangen, habe ich dort aufgeführt. Das Jahrbuch ist auch deshalb schön, weil ihr darin auch die Tendenzen für die Leute nachschlagen könnt, die ihr kennt, für euren Partner, eure Kinder, vielleicht auch für Kollegen oder den Chef, und dann seid ihr gut informiert für dieses wichtige Jahr. Das Buch ist jetzt erhältlich. Es kostet als gedruckte Ausgabe 19,90 Euro und als E-Book 14,99 Euro und ihr könnt es über meine Homepage bestellen. Die Infos dazu verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und es gibt auch wieder eine Verlosung. Ihr könnt ein Exemplar meines Jahrbuchs mit persönlicher Widmung gewinnen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Da habe ich für euch noch einige interessante Infos über meinen Service und meine Produkte zusammengestellt. Und wer das Jahrbuch gewonnen hat, erfahrt ihr dann in der kosmischen Schwingung für den Januar, kurz vor Weihnachten. Also bitte unbedingt da reinschauen. Falls ihr euch wundert, dass in eurem Sternzeichen ein etwas anderes Datum drin steht, als ihr es gewöhnt seid, dann liegt das daran, dass wir 2020 ein Schaltjahr haben. Das heißt, der Februar hat 29 Tage und dadurch verschieben sich die Anfangsdaten der Sternzeichen alle ein bisschen nach vorn. Zum Beispiel fängt das Zeichen Stier dieses Jahr schon am 19. April um 16.45 Uhr an. Ich habe in meinem Buch auch ausführlich erklärt, wie das mit den Sternzeichenübergangsdaten funktioniert. Die sind nämlich nicht festgelegt, weil das in irgendeinem Buch steht, sondern die richten sich nach den kosmischen Gegebenheiten unseres Sonnensystems. Also glaubt mir ruhig, was da steht. Das ist dieses Jahr gültig, also 2020. Und wenn ihr an einem Sternzeichenübergangstag Geburtstag habt, lohnt es sich für euch sowieso, mal ein genaues Geburtshoroskop erstellen zu lassen. Denn es kommt dann auch auf eure Geburtszeit an, ob eure Sonne noch in dem zu Ende gehenden Sternzeichen steht oder in dem nächsten, was dann beginnt. Euer Kosmogramm könnt ihr euch ebenfalls über meine Homepage bestellen und ich verlinke das hier auch nochmal für euch auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Ihr seht gleich, dass ich neue Sternzeichenbilder für das Jahreshoroskop verwendet habe. Und die stammen aus meinem spirituellen Wandkalender für 2020. Wenn ihr damit euer Zimmer oder Büro schmücken wollt, könnt ihr den Kalender jetzt auch kaufen und ihr findet ihn auf der Homepage auf der Bücherseite. Jetzt geht's los mit dem Jahreshoroskop und wir fangen wie immer an mit dem ersten Tierkreiszeichen, dem Widder. Und der beginnt 2020 zum Frühlingsanfang, diesmal schon am 20. März um 4.50 Uhr. Hallo ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. In eurem Horoskop ist wirklich eine Menge los. Glücksplanet Jupiter verspricht viel Erfolg für euren Beruf und eure persönlichen Ziele. Die wilde Lilith wird 9 Monate durch den Widder laufen und macht euch charismatisch und kreativ. Aber die wichtigste Nachricht ist, dass euer Herrscher, der Energieplanet Mars, insgesamt 6 Monate in eurem Zeichen verbringt, weil er nämlich dort rückläufig wird. Dadurch sind seine Kräfte in eurem Horoskop sehr mächtig. Die zweite Jahreshälfte kann deshalb einen großen Durchbruch für euch bringen, wenn ihr diese Kräfte weise handhabt. Liebe und Beziehungen. Die kosmischen Kräfte machen euch besonders interessant und charismatisch. Für Solo-Widder kann es deshalb ein Jahr voller Beziehungsexperimente und heißer Affären werden. Besonders während der Rückläufigkeit der Venus vom 13. Mai bis zum 25. Juni sind allerhand Abenteuer mit kapriziösen Menschen zu erwarten, die euch durch ein Spiel von Nähe und Distanz den Kopf verdrehen. Wenn ihr einen festen Schatz habt, sprecht mit ihm über das, was in euch vorgeht und bittet um Verständnis, dass ihr spontaner seid und mehr Freiraum braucht als sonst. Ab Ende Juni befindet sich dann der Mars bis zum Rest des Jahres in eurem Zeichen, wo er zwischen dem 10. September bis 14. November rückläufig wird. Diese ganze Mars-Power lässt euch sehr attraktiv wirken, aber sie kann auch dazu führen, dass sich alles nur noch um euch selbst dreht.
Grundsätzlich tut ihr deshalb gut daran, immer wieder innezuhalten und hinzuschauen und hinzuspüren, was euer Gegenüber und auch eure Familienmitglieder brauchen und wünschen. Wenn der Mondknoten im Krebs euch Familienzuwachs gebracht hat, müsst ihr euch natürlich auch um den Nachwuchs kümmern und eure persönlichen Wünsche öfter mal zurückstellen. Möglich auch, dass ihr über die Anschaffung eines Haustiers nachdenkt, aber dann achtet darauf, dass es nicht zu viel Arbeit macht oder euch begleiten kann, denn ihr seid, wie gesagt, sehr aktiv und habt auch viel mit euch selbst zu tun. Karriere und Finanzen. Die großen kosmischen Player Saturn und Pluto zeigen, dass ihr euch beruflich voll einsetzt. 2020 gesellt sich außerdem noch Jupiter dazu und zeigt erhebliche Erfolgsaussichten an. Ihr könnt aufsteigen und eine Führungsposition erreichen oder ihr habt wohlwollende Vorgesetzte, die mit guten Visionen euer Team motivieren. Ebenfalls günstig für euch ist der Übergang vom Mondknoten in die Zwillinge im Mai. Das fördert eure beruflichen Kontakte und hilft euch dabei, im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen. Für Selbstständige ist das auch günstig, um mehr in die Sichtbarkeit zu gehen und sich erfolgreich zu vermarkten. In der zweiten Jahreshälfte wird der Mars euren Kampfgeist anspornen. Das kann euch stärken, kann euch jedoch auch dazu verführen, es mit dem Kampf oder auch der Verteidigung zu übertreiben. Ihr müsst gut abwägen, wie weit ihr gehen wollt und könnt. Wenn ihr anstrebt, den Job zu wechseln, sodass ihr mehr zu sagen habt, wollt ihr nicht im Streit gehen. Wenn ihr eure Beschäftigung liebt und da viel hinein investiert habt, wollt ihr sie nicht dadurch gefährden, dass ihr die Beherrschung verliert. Finanziell könnt ihr euch gut entwickeln und ein stabiles Wachstum erzielen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr nicht einen abrupten Weggang aus eurem Job verursacht, weil ihr so viel ungestüme Marsenergie habt. Gesundheit und Vitalität. Um den Belastungen standzuhalten, die euch Saturn und Pluto nun zusammen mit Jupiter auferlegen, könnt ihr in der zweiten Jahreshälfte auf die volle Unterstützung von Mars bauen. Bei so viel Vitalität und Energie könnt ihr zwar schnell tolle Muskeln aufbauen, aber auch dazu neigen, körperliche Warnsignale zu überhören. Heilerplanet Chiron zeigt besonders für die erste Dekade der Wiedergeborenen an, dass euch Stress- und Kampfsituationen auch gesundheitlich und seelisch angreifen können, zum Beispiel durch Rücken- oder Nackenschmerzen. Achtet auch auf eure Zähne. Kann sein, dass ihr vor lauter Stress nachts zu knirschen anfangt. Ihr glaubt vielleicht, es handele sich nur um kleine Wehwehchen, die von selber wieder weggehen. Doch mit all den kosmischen Spannungen ist es wichtig, die langfristige Entwicklung im Blick zu behalten. Seid euch also bitte bewusst, wann es Zeit ist, auch mal auf die Bremse zu treten, bevor Saturn euch zwangsweise stoppen muss. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo liebe Stiergeborene und Stieraszendenten. Für euch verheißen die Sterne aufregende und erfolgreiche Tendenzen. Viele Stiere feiern bereits Erfolge, haben einen neuen Job angenommen oder einen tollen Partner gefunden. Und es geht weiter in dieser positiven Richtung. Ihr habt ein Gespür für Trends und die Bedürfnisse eurer Mitmenschen und das führt privat wie beruflich zu Erfolgen. Uranus bringt aufregende Veränderungen und ihr dürft davon ausgehen, dass die sich zum Positiven entwickeln. Liebe und Beziehungen. Im neuen Jahr dürfte sich euer soziales Leben stark erweitern. Stiere sind sowieso exzellente Netzwerker, weil sie es drauf haben, Beziehungen und Freundschaften über eine lange Zeit zu hegen und zu pflegen. Und 2020 kommen wahrscheinlich einige neue dazu. Wenn ihr gerne reist, werdet ihr spannende Leute treffen, mit denen ihr auch danach noch in Kontakt bleibt. Falls ihr Solo seid, bietet das Jahr exzellente Chancen für euch, fündig zu werden. Euer Charisma ist gewaltig und ihr trefft auf Menschen, mit denen sofort eine tolle Chemie da ist. Aber Achtung, das heißt nicht immer, dass sie auch als Lebenspartner geeignet sind. Die Ziele und Werte im Leben müssen auch zusammenpassen, das solltet ihr klären. Besonders im Mai, Juni und Juli kann es in dieser Hinsicht ein Auf und Ab der Gefühle geben. Bei den Festliierten kommt es drauf an. Wenn ihr im April Geburtstag habt, kann es in eurem Liebesleben etwas unruhig zugehen, weil ihr neue Ideen habt oder vom Partner aufgefordert werdet, etwas Neues auszuprobieren, was euch zunächst fremd ist.
Wenn ihr nicht ganz glücklich seid, lenkt ihr euch vielleicht mit einer Affäre ab oder es steht eine Trennung im Raum. In dem Fall lohnt es sich aber, dass ihr erstmal versucht, euch in einer gemeinsamen Anstrengung als Paar neu zu erfinden. Für die Liierten der zweiten und dritten Dekade dürften die Beziehungen sich stabil entwickeln und erfreulich sein, sofern nicht andere Horoskopfaktoren dagegen sprechen. Karriere und Finanzen. Viele von euch befinden sich im Aufwind, denn die großen Player Saturn und Pluto stehen schon länger günstig für euch. Und 2020 kommt auch noch Glücksplanet Jupiter dazu. Das alles verstärkt die Wirksamkeit eurer Aktionen und Entscheidungen. Die Aspekte zeigen Geschäftspartner, Kunden und Klienten, die einflussreich sind und die Qualität eurer Arbeit gerne weiterempfehlen. Allerdings sind viele Erfolge auch an harte Arbeit geknüpft. Das ist die Botschaft von Saturn. Insofern könnt ihr euch die Grenze nach oben selbst setzen, falls ihr, wie das bei vielen Stieren der Fall ist, mehr Wert auf eine schöne Work-Life-Balance legt als auf maximalen Erfolg, der dann durch große Anstrengungen erkauft ist. Doch wenn ihr euch reinhängt, dann ist alles möglich. Auch finanziell scheint ihr euch in größeren Dimensionen zu bewegen. Deshalb habt 2020 keine Angst vor Projekten, bei denen viel Geld im Spiel ist. Eure Fähigkeit und eure Expertise sind es wert. Für die Geburtstagskinder der ersten Dekade zeichnen sich außerdem aufregende Veränderungen und neue Projekte ab, zum Beispiel ein Jobangebot an einem anderen Ort oder die Einführung einer neuen Technologie, verbunden mit der Möglichkeit, euch auf Firmenkosten fortzubilden. Wenn ihr das als Chance sehen könnt, euch neu zu erfinden, dann werdet ihr euch auch fühlen wie neu geboren. Gesundheit und Vitalität. Gesundheitlich sollte es für euch ein positives Jahr werden, in dem es euch leicht fällt, auf euch Acht zu geben. Jupiter verführt allerdings gern zum Übermaß beim Schlemmen und auch beim Alkoholgenuss. Ein Erfolgskonzept könnte deshalb heißen, mehr genießen, aber mit Vernunft. Außerdem raten die Sterne, dass ihr körperlich flexibel bleibt und dafür genügen schon regelmäßige kleinere Sporteinheiten. Als Geburtstagskinder der ersten Dekade leidet ihr vielleicht unter Unruheerscheinungen, weil ihr in einer Phase umfassender Veränderungen steckt. Doch insgesamt verstärkt sich eure optimistische Einstellung. In der zweiten Jahreshälfte können sich seelische Blockaden lösen. Alte Ängste können besser erkannt werden, zum Beispiel durch intensive Träume, verbunden mit einer Chance zur Heilung. Das Jahr ist auch gut geeignet, um für euren Knochenaufbau gezielte Maßnahmen und Präparate ins Auge zu fassen. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Da kommt ein spannendes Jahr auf euch zu. Liebesgöttin Venus und Erotikplanet Mars senden viele anregende Impulse. Und ab Mai wandert der Mondknoten durch euer Zeichen. Das lässt euch aufblühen, bringt Anerkennung und Aufmerksamkeit. Deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr eine klare Haltung entwickelt. Vertrauensfragen sind ein großes Thema. Ihr solltet genau wissen, was ihr tut und gründlich über die Konsequenzen nachdenken, bevor ihr etwas Neues beginnt, sei es in der Liebe oder im Job. Liebe und Beziehungen. Freut euch auf ein Jahr, in dem eure Beziehungen und euer Sozialleben blühen und gedeihen. Wenn ihr auf der Suche seid, lässt der Mondknoten eure Chancen steigen, dass ihr einen Seelenpartner findet. Fest liierte Zwillinge haben die schönsten Ideen, wie sie ihrem Schatz den Kopf verdrehen und interessante Sachen ausprobieren können. Und ihr trefft wichtige Menschen, die euch privat wie auch beruflich weiterbringen. Doch Vertrauensfragen können zum Problem werden, denn Verzauberungsplaneten Neptun steht wie schon in den Jahren zuvor in Spannung zu euch. Das ist eine sehr verführerische Konstellation, doch leider bringt sie auch romantische Enttäuschungen und Illusionen, zum Beispiel, weil der Herzensmensch schon anderweitig gebunden ist. Und wenn ihr in einer festen Beziehung nicht ganz glücklich seid, wird eure Treue getestet oder auch die eures Partners. Möglich auch, dass jemand aus der Vergangenheit bei euch auftaucht und eine alte Liebe wieder erwacht, obwohl ihr inzwischen neu gebunden seid. Die intensivsten Zeiten sind in dieser Hinsicht der Mai, Juni und Juli, wenn die Venus rückläufig wird und kurz danach. Und die zweite Jahreshälfte, denn dann regt der Mars eure Liebesaktivitäten und eure Lust an.
Wenn jedoch die Vertrauensbasis stimmt, dann könnt ihr mit euren bestehenden oder auch neuen Liebespartnerschaften großes Glück und Romantik erleben. Karriere und Finanzen. Es kann ein produktives Jahr für euch werden, indem ihr von euren Kontakten profitiert. Ihr habt ein feines Gespür dafür, was trendy und interessant ist. Besonders in der Zeit von März bis Juli entwickelt ihr erfolgreiche Ideen und Konzepte. Ihr begegnet Menschen, die euch Türen öffnen und durch die ihr beruflich vorankommt. Eure Führungsqualitäten werden wahrgenommen und wertgeschätzt. Und ihr seid wahre Verkaufstalente. Doch auch beruflich sind Vertrauensfragen wichtig. Wenn ihr geweckte Erwartungen nicht erfüllt, kann euch das langfristig schaden. Sogar auch dann, wenn ihr das Problem gar nicht verschuldet habt, beispielsweise, weil ihr selbst von einem Businesspartner getäuscht wurdet oder ein Händler nicht liefert. Deswegen achtet darauf, möglichst mit zuverlässigen Leuten zusammenzuarbeiten und keine Zusagen zu machen, die ihr nicht einhalten könnt. Wenn ihr festangestellt seid, solltet ihr bei unklaren Ansagen von oben gegebenenfalls nachfragen oder das Gesagte schriftlich zusammenfassen. Finanziell können sich Zahlungen verzögern. Möglich auch, dass es schwierig wird, bei einem Deal von euren Finanzpartnern euren fairen Anteil zu erhalten. Aber Besserung ist in Sicht. Saturn steht Ende März bis Anfang Juli und dann ab Dezember langfristig günstig für euch. Dann zahlen sich eure Anstrengungen aus und ihr erhaltet, was euch zusteht. Gesundheit und Vitalität. 2020 birgt für die Zwillinge keine allzu großen Risiken. Doch in Acht nehmen solltet ihr euch vor chronischen Krankheiten. Wenn ihr etwas seelisch nicht loslassen könnt, zum Beispiel einen Verlust oder eine schmerzhafte Erfahrung, könnte sich das körperlich manifestieren, etwa in Form von Hautproblemen. Als Verdrängungsmechanismus schleichen sich möglicherweise auch ungünstige Gewohnheiten ein, wie erhöhter Genussmittelkonsum, zum Beispiel Kaffee, Rauchen, Alkohol und Tabletten oder viele süße und fettige Nahrung, die eurer Gesundheit schaden und die ihr schon gar nicht mehr bewusst wahrnehmt. Solche bisher unentdeckten Prozesse kann euch der Kosmos nun enthüllen. Falls ihr Pläne habt, die Kraft, Motivation und Einsatz erfordern, solltet ihr die möglichst auf die zweite Jahreshälfte verlegen. Da sorgt Mars nämlich fast durchgängig für ein schönes und konstantes Energiepotenzial, was auch ideal dafür ist, um eure Kondition aufzubauen. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Die Zeit der reichen und erfüllenden Erfahrungen geht weiter. Die Sterne haben eure Erkenntnisfähigkeit und eure Achtsamkeit gefördert. Ihr habt Herausforderungen bewusst angenommen und Probleme gelöst. 2020 könnt ihr euch auf ein Jahr freuen, in dem Partnerschaften, Begegnungen, Romantik und die Liebe großgeschrieben sind. Liebe und Beziehungen. Der Einfluss von Jupiter in eurem Partnerhaus zeigt glückliche Umstände für die festliierten und wohlwollende Liebeskandidaten für die Solokrebse an. Das bedeutet, dass ihr entweder einen tollen neuen Partner kennenlernen könnt oder dass ihr in einer bereits bestehenden Partnerschaft über eine Hochzeit oder ein Zusammenziehen nachdenkt. Zusätzlich bringt Neptun von Februar bis Oktober eine schwärmerische Schwingung in euer Leben. Ihr werdet also häufig auf Wolke 7 schweben. Doch es gibt auch anspruchsvolle Aspekte. Chiron kann für die erste Dekade der Krebse anzeigen, dass jemand, für den ihr Verantwortung habt, erkrankt und dann werdet ihr euch sicher liebevoll drum kümmern, was aber auch anstrengend ist. Die Lilith kann zwischen Februar und Oktober auf Probleme mit Frauen hinweisen, zum Beispiel Konkurrentinnen in der Liebe oder auch eine Freundin, die sich in Schwierigkeiten gebracht hat und nun Hilfe braucht. In der zweiten Jahreshälfte testet Mars eure innere Stärke und der Umgangston wird rauer. Doch seid ruhig selbstbewusst, schließlich habt ihr die Herausforderungen der letzten Jahre nicht umsonst gemeistert. Pluto im Partnerhaus zeigt faszinierende, aber auch undurchschaubare Menschen an. Wenn ihr euch in so jemanden verliebt, dann solltet ihr ganz genau hinspüren, ob das ein förderlicher oder hinderlicher Einfluss für euch ist. Eine Person, die euch wirklich mag und liebt, wird sich mit euch zusammensetzen und bereit sein, gemeinsame Ziele abzustecken. Karriere und Finanzen.
Wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt, habt ihr ein super Gespür für Trends und Social Media und könnt erfolgreich neue Konzepte entwickeln. Möglich auch, dass die technische Ausstattung an eurem Arbeitsplatz verbessert wird. Und falls ihr euch für Umwelt- oder Tierschutz einsetzt, werdet ihr dabei trotz Widerständen einige Erfolge erringen können. Die übrigen Krebse bekommen wahrscheinlich viele interessante Angebote für neue Projekte, aber ihr solltet genauer prüfen, ob sie zu euren eigenen Plänen und Zielen passen. Besonders in der zweiten Jahreshälfte könnten Kollegen, Chefs oder auch Geschäftspartner versuchen, euch zu Aufgaben zu überreden, die nicht wirklich auf eurer Linie liegen. Wenn ihr in einem helfenden, heilenden oder beratenden Beruf tätig seid oder wenn ihr spirituell arbeitet, seid ihr besonders intuitiv und habt gute Beziehungen zu euren Klienten und Patienten. Auch wenn ihr künstlerisch arbeitet, erzielt ihr wunderschöne Ergebnisse. Dank Saturn können viele von euch ein lang gehegtes Ziel erreichen, verbunden mit Erfolg und Anerkennung, doch auch mit gestiegener Verantwortung und höherem Arbeitspensum. Für die Finanzen habt ihr ein gutes Händchen. In eurem Job werdet ihr fair bezahlt. Selbstständige Krebse haben treue Kunden oder Klienten, die ihre Leistungen gerne honorieren. Gesundheit und Vitalität. Dank Jupiters Einfluss kommt ihr mit Therapeuten oder neuen Heilmitteln in Berührung, die bei euren gesundheitlichen Schwachstellen sehr gut helfen können. Im zweiten Halbjahr ist etwas Vorsicht geboten. Viele von euch stehen dann unter Stress und haben ein fragiles Nervenkostüm, denn ihr möchtet viel Neues manifestieren und spürt hohen Erwartungsdruck. Der Mars lässt ab Juli das Risiko für Verletzungen ansteigen, ebenso auch für fiebrige Erkältungen oder Rücken- und Magenschmerzen. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr eure Grenzen akzeptiert und wisst, was ihr tun müsst, um euch zu entspannen. Dabei hilft euch der Mondknoten. Der aktiviert ab Mai für das Krebskollektiv die Bereiche Spiritualität und Gesundheit. Er macht euch bewusst, wie sehr es euch zugutekommt, wenn ihr eure Arbeit und euren Alltag mit einer spirituellen Motivation verbinden könnt. Nehmt euch Auszeiten in der Stille oder lauscht auf eure innere Stimme. Das hilft euch, in eure Mitte zu kommen. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Das wird ein produktives Jahr. Sei es in eurem persönlichen Lifestyle, sei es am Arbeitsplatz, sei es für die Umwelt und das Überleben unseres Planeten. An vielen Stellen werdet ihr eine Schlüsselrolle spielen, was aber auch heißt, dass ihr viel Überzeugungsarbeit leisten müsst. Die richtige Work-Life-Balance zu finden, kann für euch sehr wichtig werden. Wenn ihr jetzt denkt, wie langweilig, keine Sorge. Der Kosmos bringt auch jede Menge Abenteuer, Action und schöne Liebesimpulse für euch. Freut euch auf ein heißes Frühjahr und einen prickelnden Frühsommer mit vielen gesellschaftlichen Gelegenheiten, Einladungen und Begegnungen. Aber lasst euch Zeit, neue Leute näher kennenzulernen. Aufgrund der Rückläufigkeit der Venus vom 13. Mai bis 25. Juni kann der eine oder andere es sich nochmal anders überlegen. Es können sich dann auch Liebespartner oder alte Freunde aus der Vergangenheit bei euch wieder melden. In der zweiten Jahreshälfte regt der Mars euer Fernweh und eure Abenteuerlust an. Wenn ihr noch Solo seid, könnt ihr der Liebe dann auf Reisen oder Seminaren begegnen oder jemand aus einem fremden Kulturkreis verdreht euch den Kopf. Auch eure Freunde stellen euch interessante neue Kandidaten vor oder aus Freundschaft wird Liebe. Euren bestehenden Beziehungen solltet ihr viel Achtsamkeit und Liebe widmen, da sie Neuerungen ausgesetzt sind. Bei den Geborenen der ersten Dekade können sich zum Beispiel Veränderungen der Lebensumstände ergeben. Im besten Falle empfindet ihr das als anregende gemeinsame Herausforderung, die euch nur noch enger verbindet. Im ungünstigsten Fall müsst ihr euch vielleicht eingestehen, dass ihr euch auseinandergelebt habt. Wie es auch kommt, weitreichende Entscheidungen, die eure Partnerschaft und Familie angehen, solltet ihr nicht spontan aus einer Laune heraus treffen, sondern bewusst und in Freundschaft. Karriere und Finanzen. Veränderungsplanet Uranus steht beim Löwe-Kollektiv im 10. Haus. Deshalb entwickelt sich eure Karriere häufig schubweise und mit größeren Sprüngen. Je freier und selbstbestimmter ihr arbeitet, desto besser könnt ihr das integrieren.
Wenn ihr in einem festen Job angestellt seid, kann es unerwartete Richtungswechsel in der Firma geben. Gegebenenfalls müsst ihr euch bereit machen, abzuspringen und euch eine bessere Beschäftigung zu suchen. Wenn ihr euch neu orientieren wollt, dann achtet darauf, dass die neue Position euch Abwechslung und Freiraum bietet. Das gilt im besonderen Maße für die Geburtstagskinder der ersten Dekade. Für sie steht auch Chiron positiv. Er fördert die Evolutionsagenten, Heiler, Coaches und Motivationstrainer unter den Löwen und bietet euch große Potenziale für persönliches Wachstum, ein dankbares Publikum, glückliche Klienten und begeisterte Kursteilnehmer. Für Löwen der zweiten und dritten Dekade geht es streckenweise nur zäh voran, aber trotzdem habt ihr guten Grund, an euch selbst und eure Ideen zu glauben, denn ihr kommt großen Zielen näher. Eure Investitionen und Hartnäckigkeit werden sich auszahlen und euer Talent als Führungspersönlichkeit wird Anerkennung finden. Finanziell bietet die zweite Jahreshälfte Chancen für Investitionen und auch kleinere spekulative Erfolge. Doch können 2020 auch überraschende Kosten auf euch zukommen. Deshalb solltet ihr Rücklagen bilden und eure finanzielle Sicherheit nicht gefährden. Gesundheit und Vitalität. 2020 könntet ihr dazu neigen, euch selbst enorm viel Druck zu machen, um alles auf einmal wuppen zu können. Manche könnten es sogar vor lauter Verbissenheit, sich in Topform zu bringen, mit dem Fitnessstudio übertreiben. Passt also auf, wie viel Belastung ihr euch im Alltag zumutet, denn ein zu viel kann zu Rückenschmerzen oder sogar Herzbeschwerden führen. Vielleicht lasst ihr lieber mal eine Veranstaltung oder regelmäßige Verpflichtung sausen und plant dafür 2 Stunden Entspannung ein. Die Geburtstagskinder der ersten Dekade sollten auf ihren Kreislauf achten. Ihr seid generell unruhig oder schnell überhitzt. Moderates Ausdauertraining kann dem entgegenwirken. Für euch alle ist das Jahr günstig, um aktive Präventionsmaßnahmen zur Entgiftung und für die Geschmeidigkeit der Gelenke zu ergreifen. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Das Jahr kann euch auf vielen Ebenen Erfolg bringen. Persönliches und spirituelles Wachstum, erfreuliche Beziehungen, ein reiches Sozialleben und beruflichen Erfolg. 2020 fördert Glücksplanet Jupiter eure Kreativität und Lebensfreude. Das sind starke Impulse, um Herzensprojekte wie auch große berufliche Aufgaben zu realisieren, wobei euch einflussreiche Menschen unterstützen. Liebe und Beziehungen. Viele von euch haben dank Uranus großes Charisma und eine sehr attraktive Ausstrahlung. Und so steigen eure Chancen, jemand Neues kennenzulernen und eine schöne Liebesbeziehung zu beginnen, wenn ihr noch Solo seid. Und wenn ihr fest liiert seid, hat euer Schatz wahrscheinlich großen Spaß daran, wie ihr euch physisch und geistig zu verjüngen scheint. Neptun in Spannung zu eurem Sternzeichen versetzt euch einerseits in eine romantische Stimmung und lässt die Chancen auf eine Liebesbegegnung steigen. Doch kann es auch zu Heimlichkeiten und Enttäuschungen kommen, etwa weil ein Kandidat schon vergeben ist. Auch euer Partner könnte Liebesgeheimnisse haben. Diese Tendenzen werden im Mai und Juni von der rückläufigen Venus verstärkt. Deshalb sollten Vertrauen und Ehrlichkeit in eurem Leben und in euren Beziehungen oberste Priorität haben. Denn wenn diese Basis stimmt, könnt ihr wunderbare romantische Verbindungen erleben. Und in euren bestehenden Beziehungen erfahrt ihr neue Dimensionen von ganzheitlicher Liebe und Verständnis ohne Worte. Stärkend und erfreulich ist der Einfluss von Glücksplanet Jupiter. Wenn ihr eine stabile Partnerschaft und vielleicht auch Kinder habt, bringt dieser Aspekt viele vergnügliche Aktivitäten und Freude am Nachwuchs. Ihr bekommt viel Liebe und Unterstützung seitens eurer Angehörigen. Wenn ihr alleinstehend seid, seid ihr beliebt und euer Freundeskreis wird sich erweitern. Karriere und Finanzen. Jupiter zeigt gute Karrierechancen an, die auch finanziell Wachstum und Gewinne bringen. Sei es, dass ihr eure eigenen Kreationen und Produkte gut verkaufen könnt, sei es, dass ihr eine Beförderung und damit verbunden ein besseres Gehalt bekommt. Wenn ihr als Autorin, Lehrer, Seminarleiter, Blogger oder YouTuber arbeitet, dürfte euer Einsatz von Erfolg gekrönt sein. Jedoch kann der Neptun-Aspekt einige von euch auch konfus machen. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch klar darüber seid, wo es für euch langgehen soll und dass ihr euch nicht durch andere von eurem Weg abbringen lasst.
Achtet auch auf euren guten Ruf und auf eine geschützte Privatsphäre. Das gilt gerade auch für die Social Media. Uranus verspricht vor allem für die Geborenen der ersten Dekade interessante neue Jobangebote. Greift zu, wenn euch eine solche Gelegenheit zusagt, auch wenn ihr dafür noch ein paar neue Fähigkeiten erlernen müsst. Euer Geist und eure Neugier sind so angeregt, dass ihr mühelos bei Fortbildungen und Seminaren erfolgreich seid. Saturn und Pluto zeigen für die Geburtstagskinder der zweiten und dritten Dekade, dass euer Einfluss und eure Anerkennung steigen und dass sich eure Pläne so entfalten wie gewünscht. Es ist auch gut möglich, dass ihr eine leitende Position angeboten bekommt. Finanziell befindet ihr euch in einem günstigen Zyklus. Haltet die Augen auf für langfristige Investitionen, wie zum Beispiel den Kauf eines Hauses. Gesundheit und Vitalität. Das kosmische Setup 2020 sollte eurer Gesundheit sehr entgegenkommen. Jupiter lässt euer Selbstvertrauen aufblühen. Tut so viele Dinge wie möglich, für die euer Herz voller Begeisterung schlägt. Euer Körper wird es euch danken. Falls ihr in eurem Umfeld öfter schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt seid, sei es auf der Arbeit oder weil ihr nah an einer Fabrik wohnt, dann seid ihr dagegen nun mit einem besseren Schutzmantel gewappnet. Manche unerklärlichen Zipperlein verschwinden sogar genauso still und leise, wie sie gekommen waren. Dennoch können in der zweiten Jahreshälfte ein paar körperliche oder auch seelische Warnsignale auftreten. Wenn ihr euch dazu sehr in etwas verbeißt, was euch nur Energie raubt, ohne euch einem Ziel näher zu bringen, kann sich das in Form eines Ausschlags, Fieber oder Entzündungen zeigen. Wichtig ist, dass ihr euch mit Vergangenem aussöhnt, denn dadurch könnt ihr zu neuer Stärke finden. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ihr empfangt kosmische Energie in allen Bereichen. Karriere, Partnerschaften, Familie und Wohnsituation. Überall sind Entwicklungen und Fortschritte möglich und dank Jupiter auch viele glückliche Momente. Ihr könnt euch auch neu verlieben oder innige Momente in eurer Partnerschaft erleben. Beruflich trefft ihr anregende Menschen, die euch fördern und voranbringen. Liebe und Beziehungen. Im Frühjahr blüht euer soziales Leben und ihr lernt viele interessante Menschen kennen. Wenn ihr noch solo seid, dürfte es euch an romantischen Gelegenheiten nicht mangeln. Vielleicht meldet sich dann auch eine alte Liebe wieder bei euch zurück und es stellt sich raus, dass immer noch viel Leidenschaft da ist. In der zweiten Jahreshälfte wird euer Liebesleben unruhiger. Ihr habt mit Menschen zu tun, die ihren eigenen Kopf haben und euch zwingen, aus der Komfortzone herauszukommen. Dann ist Beziehungsarbeit angesagt, und zwar in neuen wie auch in bestehenden Partnerschaften, verbunden mit der Chance, euch gemeinsam weiterzuentwickeln. In eurer Familie müsst ihr Verantwortung übernehmen. Vielleicht erkrankt ein Mitglied oder auch der Partner. Oder eine ältere Person muss umziehen, etwa in eine Seniorenresidenz oder ein Pflegeheim. Oder der Partner muss aus beruflichen Gründen den Wohnort wechseln. Doch wenn ihr euch einsetzt und alles gut organisiert, fügt es sich am Ende zusammen und ihr habt das schöne Gefühl, das Richtige getan zu haben. Dabei unterstützt euch Glücksplanet Jupiter, der günstige Umstände in eurem Heim und in der Familie anzeigt, zum Beispiel Familienzuwachs, wie etwa durch eine Hochzeit oder die Ankunft eines neuen Kindes oder Enkelchens. Wenn ihr umziehen müsst, findet ihr wahrscheinlich ein schöneres und größeres Heim. Falls ihr renoviert, werdet ihr mit dem Ergebnis glücklich sein. Karriere und Finanzen. Für viele von euch ergeben sich neue Perspektiven mit spannenden Leuten, vor allem im Frühjahr. Wenn ihr geschäftlich viel unterwegs seid oder als Seminarleiter, Coaches, Lehrer oder Uniprofessoren arbeitet, seid ihr sicherlich begeistert von den vielen, häufig jüngeren Menschen, die wissensdurstig mit euch Kontakt aufnehmen. In der zweiten Jahreshälfte kommt man häufiger mit Ideen und Projekten auf euch zu und Geschäftspartner ergreifen die Initiative, um etwas Neues zu starten. Bevor ihr zusagt, achtet darauf, dass die Konzepte zu euch passen und dass ihr mit den Beteiligten die gleichen Ziele verfolgt. Sonst gibt es darum Auseinandersetzungen und es wird schwer, Kompromisse zu finden. Denn der Mars lässt in der zweiten Jahreshälfte den Umgangston rauer werden. Bei euren Kollegen und Mitarbeitern müsst ihr außerdem gegebenenfalls darauf achten, dass sie auch liefern, was sie versprochen haben und dass sie ihre Deadlines einhalten. Wenn ihr das schleifen lasst, können euch die Dinge still und leise entgleiten und ihr merkt es nicht gleich.
Finanziell ist 2020 ein Jahr, in dem ihr sparen und bei guter Finanzlage Rücklagen bilden solltet. Ab 2021 wird euer Businesszyklus wieder nach oben gehen und ihr könnt die Umsätze steigern und mehr Profit erwirtschaften. Gesundheit und Vitalität. Die kosmischen Spannungen können wunde Punkte bei euch berühren, sodass euch manches wie mühevolle Knochenarbeit vorkommt. Achtet auf genug Pausen und Entspannung und trinkt auch immer genug Wasser oder Tee. Von April bis Juni habt ihr mehr Ausdauer, Widerstandskraft und Selbstvertrauen. In der zweiten Jahreshälfte ist es aufgrund des starken Mars-Einflusses ratsam, regelmäßig Cardio-Training zu absolvieren, was eure Kraft und Ausdauer stärkt und die Gefühle positiv kanalisiert. Besonders gut solltet ihr auf euren Magen Acht geben, damit sich da keine Verstimmungen ansammeln. Neben der seelischen Nahrung ist auch eure körperliche Nahrung ein Schlüssel zum Wohlbefinden. Meidet scharfe und überzuckerte Speisen und Getränke, die den Magen reizen. Ein anderes Klima könnte euch zeitweise auch besser bekommen. Denkt deshalb bei eurer Reiseplanung auch an eure Gesundheit. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Viele Planeten senden kraftvolle Impulse in euer Sternzeichen. Und die legen nahe, dass ihr in vielen Bereichen ganz vorne mit dabei seid. Eure Intelligenz ist geschärft, ihr seid im guten Kontakt mit wichtigen Leuten und Freunden und eure Meinung und Expertise sind gefragt. Skorpione mit Familie und kleinen Kindern dürfen sich auf viele schöne Momente mit dem Nachwuchs freuen. Beruflich könnt ihr mehr Verantwortung übernehmen und große Ziele erreichen. Liebe und Beziehungen. Dank Jupiter dürft ihr damit rechnen, dass ihr beliebt seid, viele Einladungen erhaltet und dass euer Freundeskreis sich erweitert. Wahrscheinlich seid ihr eine wahre Anlaufstelle für eure Freunde, die euch Geheimnisse anvertrauen und bei euch Rat und Hilfe suchen. Ihr seid hilfsbereit, aber ausnutzen lasst ihr euch nicht. Neptun erfüllt viele von euch mit romantischer Stimmung und so könnt ihr euch auf eine bezaubernde Romanze einlassen. Wenn ihr bereits fest liiert seid, erlebt ihr neue Dimensionen der Intimität und Erotik. Wenn ihr nun immer öfter Begegnungen mit charismatischen, häufig jüngeren Menschen erlebt, ist das der Einfluss von Uranus. Er bringt knisternde Flirtchancen. Die Krux kann jedoch sein, dass ihr von jemandem fasziniert seid, der bei näherem Hinsehen nicht wirklich zu euch passt. Möglich ist es schon, aber dazu müsst ihr wahrscheinlich den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Heikel kann der Aspekt werden, wenn ihr in eurer Partnerschaft nervös seid, weil ihr das Gefühl habt, etwas zu verpassen. Ihr solltet euch mit dem Partner über eure Ziele austauschen und viel miteinander unternehmen und natürlich auch durch Erotik und Intimität miteinander verbinden, damit ihr nicht auseinanderdriftet. Wenn ihr nicht mehr zueinander findet, kann Uranus auch eine Trennung anzeigen und ihr empfindet das vielleicht sogar als Befreiung und als einen Schritt in die richtige Richtung. Karriere und Finanzen. Ihr befindet euch in einem vorteilhaften finanziellen und geschäftlichen Zyklus. Eure guten Ideen sorgen dafür, dass ihr Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt. Eure Vorgesetzten, Kollegen oder, wenn ihr selbstständig seid, eure Geschäftspartner und Klienten zeigen sich beeindruckt von euren Plänen und eurer Kraft, diese umzusetzen. Auch wenn ihr viel mit Kommunikation zu tun habt oder öffentliche Auftritte und Präsentationen als Redner plant, könnt ihr damit sehr erfolgreich sein, und zwar auch finanziell. Außerdem seid ihr gut darin, Projekte zu organisieren und Leute zu managen. Dadurch besteht die Chance, dass ihr aufsteigen könnt, dass man euch befördert und dass ihr mehr Verantwortung bekommt. Je selbstbestimmter ihr arbeiten könnt, desto besser. In der zweiten Jahreshälfte kann es an eurem Arbeitsplatz streckenweise unruhig zugehen, zum Beispiel weil sich Abläufe ändern oder weil es Stress mit Kollegen gibt. Vielleicht wollt ihr auch eure eigenen Methoden durchsetzen und stoßt dabei auf Unverständnis. Möglich auch, dass ihr aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Anpassungen an eurer Arbeitsumgebung vornehmen müsst. Bei allen Veränderungen solltet ihr immer sorgfältig die richtige Strategie abwägen und die Folgen eurer Entscheidungen im Blick behalten. Gesundheit und Vitalität.
Jupiter versorgt euch das ganze Jahr mit optimistischer und aufbauender Energie. Gleichzeitig zeigt Chiron, dass ihr eure Lebensumstände gut unter die Lupe nehmen und ändern solltet, was nötig ist. Das betrifft auch ganz praktische Erwägungen wie etwa Schadstoffe oder eine ergonomisch günstige Arbeitsumgebung. In der zweiten Jahreshälfte hält sich Mars im energiegeladenen Widder auf. Das gibt euch Schwung und ihr spürt die Notwendigkeit, spezielle gesundheitliche Problemzonen endlich anzugehen. Zum Beispiel könntet ihr einige ungesunde Gewohnheiten, wie abends Chips beim Fernsehen essen und zu spät ins Bett gehen, durch bessere ersetzen, zum Beispiel Yoga am Morgen oder Bewegung in der Mittagspause. Aufgaben, die euch gar nicht liegen, solltet ihr möglichst delegieren. Denn wenn ihr gegen eure Natur anarbeiten müsst, kann das zu Kopfschmerzen oder Antriebslosigkeit führen, besonders in der zweiten Jahreshälfte. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Geld oder Liebe? Ihr braucht euch nicht zu entscheiden. In beiden Bereichen hat der Kosmos für euch große Entwicklungsschritte vorgesehen. Falls ihr euch bisher eher als finanzielle Freigeister gesehen habt, wird euch eure materielle Sicherheit nun zunehmend wichtiger. Und in der Liebe sorgen Venus, Mars und der Mondknoten für einen anhaltenden Strom von Kontakten und einen wahren Liebesreigen. Liebe und Beziehungen. Wundert euch nicht, wenn Menschen auf euch zukommen und das Gefühl haben, euch schon lange oder sogar aus einem vorherigen Leben zu kennen. Ob fest liiert oder noch alleinstehend, ihr seid wahre Magneten für wichtige Begegnungen. Daraus können wunderbare Freundschaften, interessante Geschäftsbeziehungen oder eben auch eine neue Liebespartnerschaft entstehen. Solo-Schützen dürfen sich auf ein Jahr voller Gelegenheiten zum Flirten und zum Lieben freuen. Besonders zwischen April und Juli geben sich Verehrerinnen und Verehrer die Klinke in die Hand, denn während dieser Zeit läuft die Venus durch euer Partnerhaus. Auch liierte Schützen bekommen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Herzensmenschen vertiefende, erotische oder kreative Erfahrungen zu machen. Der Mars zeigt in der zweiten Jahreshälfte außerdem viele vergnügliche Aktivitäten mit Freunden und Gleichgesinnten, mit denen ihr ein Interesse am Sport oder anderen Freizeitaktivitäten teilt. Vertrauen und Zuverlässigkeit sind weiterhin wichtig für euch, um mit dem Einfluss von Neptun gut umzugehen. Vor allem, weil die anderen Konstellationen viele lustvolle und romantische Gelegenheiten zu Begegnungen nahelegen, geratet ihr vielleicht ungewollt in eine Mehrfachbeziehung, was zu Herzschmerzen und Enttäuschungen führt. Lasst euch Zeit, interessante Flirtkandidaten näher kennenzulernen. Karriere und Finanzen. Gleich zu Beginn des Jahres schenkt euch der Kosmos Schwung und Optimismus, um alle guten Vorsätze umzusetzen und die ersten Pläne zu verwirklichen. Im Februar und März spürt ihr den Drang und die Energie, eure Finanzen auf Vordermann zu bringen. Das ist auch eine gute Zeit, um Außenstände einzutreiben, beziehungsweise wenn ihr selbst noch Geld schuldet, dieses nun ordnungsgemäß zurückzuzahlen. Ab April ergeben sich interessante Projekte mit Leuten, die sich an eure Leistungen der Vergangenheit erinnern und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Doch besonders im Mai und Juni müsst ihr solche Projekte genau prüfen und ganz klar festlegen, wohin die Reise gehen soll. In der zweiten Jahreshälfte ergreift ihr unter dem Einfluss von Mars häufiger die Initiative und könnt neue Aufgaben übernehmen, die auch finanziell Potenzial haben. August, September und Oktober können sich als zäh erweisen. Doch gegen Ende des Jahres wird man euch dankbar sein, wenn ihr nicht die Geduld verloren und eure Mitstreiter mit eurer Begeisterung und eurem Optimismus bei der Stange gehalten habt. Finanziell kann es ein bedeutendes Jahr für euch werden, in dem ihr große Summen bewegt, sowohl an Einnahmen als auch an Ausgaben. Der Kosmos empfiehlt, möglichst keine Schulden zu machen und auch selbst lieber kein Geld zu verleihen. Gesundheit und Vitalität. Ihr könnt euch in Bestform bringen, also ab ins Fitnessstudio zum Figurformen und Muskeln aufbauen. Der Kosmos schenkt euch die nötige Disziplin, um das regelmäßig und längerfristig durchzuziehen und ihr werdet von dem Ergebnis begeistert sein. Wenn ihr unter dem Einfluss von Neptun steht, braucht ihr insgesamt mehr Schlaf als sonst oder müsst euch einfach mal zurückziehen und eure Ruhe haben. Das ist ganz normal. Meditation und kreative Beschäftigungen können euch dabei helfen.
Seid lieber zurückhaltend mit Alkohol und bedenkt, dass Tabletten stärker oder ungewöhnlich wirken können. Falls ihr krank werdet und die Diagnose unklar ist, holt noch eine zweite Meinung ein. Bewegungsbegeisterte Schützen haben im zweiten Halbjahr Grund zur Freude, denn Mars fördert die Lust am Training und sogar am sportlichen Wettbewerb. Auf jeden Fall wollt ihr dann eure Vitalität ausgiebig spüren und es sollte eine sehr aktive Phase für euch werden. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten, schnallt euch an, da kommt ein Hammerjahr auf euch zu. Das Steinbock-Stellium mit Jupiter, Saturn und Pluto lenkt enorme Kräfte in euer Sternzeichen, derer müsst ihr euch sozusagen als würdig erweisen. Jupiter bringt Chancen für Wachstum, sowohl im sozialen Umfeld als auch in der Karriere. Uranus sendet gedanklich frische und geradezu erfinderische Impulse und Neptun regt eure Fantasie und euer Gespür für Trends an. Liebe und Beziehungen. Ihr seid beliebt und gewinnt neue Sozialkontakte hinzu, die euch sowohl persönlich als auch beruflich weiterbringen. Trotzdem haltet ihr auch euren alten Freunden die Treue. Wenn ihr Solo seid, sind bis Mai die Chancen groß, dass ihr einen tollen Partner trefft. Dabei könnt ihr auch durch Internet-Dating oder Apps fündig werden. Viele von euch sind in ihren festen Beziehungen empathisch, liebevoll und offen für sinnliche Experimente. Und Saturn kann euch die Konsequenz verleihen, endlich den geliebten Partner zu heiraten. Wenn ihr Kinder habt, sind sie für euch eine Quelle der Anregung und Inspiration und wenn sie selbstständiger werden, gelingt es euch, einen mehr freundschaftlichen Kontakt zum Nachwuchs zu pflegen. Doch es kann euch passieren, dass ihr vor lauter Arbeit gar nicht die Energie habt, an den vielen sozialen Aktivitäten teilzunehmen, zu denen ihr eingeladen seid. Es ist jedoch wichtig für eure Work-Life-Balance, dass ihr zwischendurch abschaltet und im Kreise lieber Menschen auftankt. In der zweiten Jahreshälfte wird der Umgangston rauer. Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, wollen nicht immer so wie ihr. Und von August bis Oktober kann es wiederholt zu Auseinandersetzungen kommen, bei denen ihr leichter als sonst die Geduld verliert. Im Zweifelsfalle solltet ihr lieber den Rückzug suchen. Sprecht euch gut ab, wann ihr Zeit für euch braucht und wann ihr bereit seid, euch der Familie oder den Freunden zu widmen. Karriere und Finanzen. Ihr profitiert von einem günstigen Jupiter-Einfluss und deshalb wird man euch gute Angebote unterbreiten, die auch mit mehr Einkommen verbunden sind. Euer Service und eure Expertise sind so gefragt, dass ihr vielleicht gar nicht alle Jobs in Betracht ziehen könnt. Wählt eure Chancen danach aus, ob sie mit einem ordentlichen Verdienst verbunden sind und ob euch die Arbeit Freude macht. Wenn ihr im Dezember Geburtstag habt, könnt ihr innovative Konzepte oder Weiterbildungen in Angriff nehmen und euch auch technisch aufrüsten, etwa durch einen neuen Computer oder den Aufbau einer neuen Homepage. Die Geborenen der zweiten und dritten Dekade haben wahrscheinlich wichtige Positionen inne und arbeiten sehr hart, um lang gehegte Ziele zu erreichen. Ihr könnt aufsteigen und mehr Verantwortung übernehmen. Falls ihr jedoch für mehr Ruhm und Anerkennung persönliche Prinzipien aufgeben müsstet, solltet ihr euch das gut überlegen, denn im Zweifelsfalle könnt ihr es nicht mehr rückgängig machen. Im zweiten Halbjahr kann es im Job häufiger Gegenwind oder Machtkämpfe geben. Mit Geduld und Verständnis erreicht ihr jedoch mehr, als wenn ihr euch mit aller Macht durchsetzt, selbst wenn ihr wahrscheinlich in der besseren Position seid. Finanziell kann 2020 ein Jahr großer Gewinne für euch werden, denn eure guten Leistungen zahlen sich aus. Gesundheit und Vitalität. Ihr stellt euch ja oft die Frage, ob eure Leistungsfähigkeit für ein bestimmtes Ziel ausreicht, und das beantworten die Sterne nun mit einem klaren Ja. Eure Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit sollten sich verbessern und eine starke Grundkondition verleiht euch kontinuierlich Antrieb. Während der zweiten Jahreshälfte könnt ihr sonst so gefassten Sternenkinder ungewohnte cholerische Züge entwickeln. Der Einfluss von Mars fördert einen rascheren Kräfteverschleiß. Wenn ihr das rechte Maß nicht einhaltet, macht euch das anfälliger für Infektionen oder Verletzungen. Auch Kopfschmerzen oder Kieferblockaden durch heftiges Zähnezusammenbeißen oder nächtliches Knirschen können dann auftreten. Sorgt unbedingt für Entspannung und Bewegung, und zwar gerne alles, was euch geschmeidig hält, wie Schwimmen, Yoga oder Tanzen.
Der klassische Sport für die Steinböcke ist ja Wandern oder sogar Bergsteigen, weil es die Ausdauer fördert und den Geist beruhigt. Und das kann ich auch nur empfehlen. Mehr Einzelheiten zu den komplexen Einflüssen dieses Jahres und mehr zur Bedeutung von Chiron und Lilith für euch erfahrt ihr in meinem ausführlichen Jahrbuch. Und darin findet ihr auch die kosmischen Highlights und die kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2020, in dem ihr auch Zeit für die Liebe und für euch selbst findet. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Ihr begegnet neuen Herausforderungen und setzt euch neue Ziele. Und beides ist aufregend, da euer erfinderisches und innovatives Denken gefordert ist. Spannende Menschen kreuzen euren Weg und dadurch öffnen sich für euch neue Türen. Gut möglich, dass ihr 2020 öfter das Gefühl habt, von einer geheimen Kraft geführt zu werden. Liebe und Beziehungen. Freut euch auf ein bewegtes und abwechslungsreiches Jahr mit interessanten Sozialkontakten. Nette Leute trefft ihr gerade dann, wenn ihr eure Hobbys ausübt und euren Interessen nachgeht. Das gilt auch für Festliierte, die ihren gemeinsamen Freundeskreis ausbauen können. Wenn ihr noch solo und auf der Suche seid, habt ihr praktisch das ganze Jahr immer wieder Gelegenheiten, neue Flirts anzubahnen, und zwar mit Leuten, die euch und euren Charakter zu schätzen wissen. Im Frühjahr kann es diesbezüglich ein wenig hin und her gehen und Flirtkandidaten können sich als unberechenbar erweisen. Aber wenn ihr bis Ende Juni abwartet, wisst ihr, woran ihr seid. Wenn ihr Nachwuchs habt, werden euch eure Kinder inspirieren und ihr werdet dankbar feststellen, wie viel ihr doch von ihnen lernen könnt. Umgekehrt könnt ihr auch euren Nachwuchs mit Wissen und Geschichten begeistern. Auch falls ihr Geschwister habt, kommen dort neue Entwicklungen in Gang, vielleicht eine Versöhnung oder Heilung, zum Beispiel indem ihr euch gegenseitig helft. Uranus bringt langfristig große Veränderungen, 2020 vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Vielleicht durch einen Jobwechsel oder einen Umzug oder auch durch neue Entwicklungen in Familie und Partnerschaft. Dann solltet ihr in enger Verbindung mit eurem Schatz und wichtigen Menschen bleiben, damit ihr nicht auseinanderdriftet. Karriere und Finanzen. In der ersten Jahreshälfte solltet ihr daran arbeiten, in die Sichtbarkeit zu kommen und auf euch aufmerksam zu machen. Dabei helfen euch ab Mai neue Kontakte, die eure besonderen Fähigkeiten erkennen und zu schätzen wissen. In der zweiten Jahreshälfte interessieren sich immer mehr Leute für euch, suchen euren Rat und eure Expertise und beziehen euch bei Entscheidungen mit ein. Bei kreativen Meetings und Brainstormings glänzt ihr durch euren Ideenreichtum. Vor allem in der Zeit zwischen August und Oktober kommt euch öfter mal die Rolle zu, den Betrieb am Laufen zu halten und eure Kollegen oder Mitarbeiter zu motivieren. Wenn ihr im Januar Geburtstag habt, steht möglicherweise ein Richtungswechsel in eurer Karriere an oder ein neuer Job, bei dem ihr euch mit ganz neuen Aufgaben vertraut machen müsst. Diese Veränderungen können sehr weitreichend sein, deshalb denkt gründlich über die Konsequenzen nach. Wenn ihr keine andere Wahl habt, dann nehmt die neue Herausforderung als Chance und erfindet euch neu. Finanziell solltet ihr dieses Jahr noch eher konservativ und sparsam leben. Es können plötzliche Ausgaben in Bezug auf euer Heim oder eure Familie auftreten oder auch Verpflichtungen, sodass ihr weniger Kapazitäten habt, Geld zu verdienen. 2021 wird sich das grundlegend ändern, dann geht's finanziell bergauf. Gesundheit und Vitalität. Wenn ihr bisher noch nicht regelmäßig meditiert habt, solltet ihr euch das für das neue Jahr vornehmen, denn dann habt ihr einen direkten Draht zu den geistigen Kräften, mit denen euch Jupiter unterstützen wird. Saturn meint, dass ihr eure Kräfte gut einteilen und bewusst Entspannungspausen einlegen solltet. Prüft auch, ob ihr lange Zeit keinen Routinecheck mehr hattet oder bestimmte Vorsorgeuntersuchungen wieder mal nötig sind. Etwas Ausgleichssport kann nicht schaden. In Zukunft kommen mehr Arbeit und Verantwortung auf euch zu und dafür könnt ihr euch schon mal fit machen. Das wird euch wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte leichter gelingen. Dann bekommt ihr Unterstützung von Energieplanet Mars und habt Spaß an sportlichen Aktivitäten. Ausreichend Bewegung, vor allem draußen in der Natur, hilft euch auch, wenn ihr gelegentlich nervös und unruhig seid, weil viel Neues in eurem Leben passiert. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr 2020.
Hallo, ihr feinfühligen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten, freut euch auf ein erfolgreiches und produktives Jahr. Viele Planeten stehen günstig zur Fischesonne und unterstützen euer Fortkommen, eure Beliebtheit und eure Inspiration. Der Mondknoten setzt außerdem ein Highlight auf eure familiären Aktivitäten. Falls ihr Nachwuchs plant, sind die nächsten 1,5 Jahre dafür besonders gut geeignet. Auch schöne Zeiten mit eurer Herkunftsfamilie sind möglich oder ein Umzug in ein behagliches Heim. Liebe und Beziehungen. Wenn ihr glücklich liiert seid, solltet ihr eine Reise zu zweit einplanen, vorzugsweise an ein Gewässer oder einen romantischen Ort, an den ihr euch mit eurem Herzallerliebsten zurückziehen könnt. Die Singles unter euch können sich ganz wunderbar verlieben, am besten in jemanden, der genauso romantisch veranlagt ist wie ihr. Im Frühjahr und Frühsommer bringt die Venus zusätzlich Energie in euer Liebesleben. Dann taucht vielleicht auch eine Liebe aus der Vergangenheit wieder auf, was je nachdem, wie euer aktueller Beziehungsstatus aussieht, zu Verwicklungen führen kann. Ihr spürt, dass ihr euch festlegen müsst, wisst aber nicht wie. Am besten abwarten bis Anfang Juli, dann seht ihr wieder klarer und könnt die richtige Entscheidung treffen. Vielleicht bringt das auch die Chance mit sich, mit der betreffenden Person einen Neuanfang zu wagen und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Der günstige Aspekt von Uranus fügt eurer liebevollen und empathischen Ausstrahlung einen Hauch von Abenteuer und Exzentrik hinzu, was euch noch interessanter wirken lässt. Ob glücklich liiert oder Single, in diesem Jahr habt ihr besonders schöne Liebeschancen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr klare Signale sendet und das Vertrauen anderer nicht enttäuscht. Denn eure Ausstrahlung ist so umwerfend, dass sich Leute auch dann in euch verlieben, wenn ihr es gar nicht drauf anlegt. Karriere und Finanzen. Es kann ein Jahr großer Errungenschaften für euch werden, sowohl zusammen mit einem Team als auch bei individuellen Projekten, beispielsweise wenn ihr als Freelancer arbeitet. Eure Leistungen finden viel Aufmerksamkeit und Anerkennung und ihr seid eine Inspiration für die Leute, die mit euch arbeiten. Außerdem gibt es gute Freunde und seriöse Business-Kontakte, die eure Arbeit mit Wohlwollen betrachten, euch gelegentlich an eure Termine erinnern und euch zu mehr Leistung anspornen. Und ihr dürft damit rechnen, dass einflussreiche Leute euch weiterempfehlen. Fantasieplanet Neptun macht euch kreativ und sensibel. Deshalb ist es wichtig, dass eure Arbeitsumgebung entspannt ist und dass ihr nicht zu viel Stress habt. Der Einfluss kann euch phasenweise auch konfus machen, besonders die Kreativen unter euch. Dann vergesst ihr womöglich Verabredungen oder sogar Abgabetermine. Deshalb schreibt To-Do-Listen und führt sorgfältig einen Kalender. Finanziell versprechen die Sterne gute Zuwächse. Ihr könnt darüber nachdenken, eure Preise zu erhöhen bzw. über eine Gehaltserhöhung verhandeln. Verlegt dies am besten in die Zeit bis April und bildet auch ein paar Rücklagen, denn in der Zeit vom August bis Oktober können Zahlungen ins Stocken geraten. Ab November bekommt ihr dann aber, was euch zusteht. Gesundheit und Vitalität. Mit eurer unfehlbaren Intuition trefft ihr auf genau die richtigen Dinge, Menschen und Aktivitäten, die euer Wohlbefinden am besten fördern. Achten müsst ihr nur darauf, dass ihr gelegentlich auch mal Nein sagt, wenn zu viele Anfragen kommen oder man euch beispielsweise unfaire Überstunden aufhalsen will. Das Jahr ist günstig für Anschaffungen, die euer Wohlbefinden unterstützen. Die beste Regeneration für euch ist ausreichend kuscheliger Schlaf und ihr könntet euch zum Beispiel eine neue Matratze gönnen, um euren Rücken zu stärken und den Schlummer zu verbessern. Im zweiten Halbjahr läuft Mars durch euer Haus des Körpers. Das stärkt eure Abwehrkräfte und macht Lust auf Bewegung. Ihr könnt euch dann ein bisschen fordern, zum Beispiel durch regelmäßiges Laufen oder Wechselduschen. Ein weiterer Tipp: meidet stickige und trockene Räume und versorgt Haut und Haare immer gut mit Feuchtigkeit. Mehr Einzelheiten zu den Aspekten der übrigen Planeten erfahrt ihr dann in meinem großen Jahrbuch 2020 mit den detaillierten Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Ich wünsche euch ein liebevolles und inspiriertes Jahr 2020. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen des Jahres 2020 und das Jahrbuch mit meinem großen Jahreshoroskop ist jetzt erhältlich. Was ihr hier in eurem Video gesehen habt, war nur ein Auszug aus jedem Kapitel. Im Buch stehen noch wesentlich tiefer gehende Deutungen drin, mit vielen Beispielen, wie sich die Konstellationen in eurem Leben auswirken können.
Und zu jedem Teil gibt es ganz ausführlich die Highlights und die kritischen Phasen für das ganze Jahr. Bitte beachtet, dass das Buch bei Books on Demand erschienen ist. Das heißt, wenn ihr eins bestellt, wird es extra für euch gefertigt. Deshalb dauert es eine gute Woche, bis ihr es in den Händen haltet. Alternativ könnt ihr es aber auch als E-Book bestellen. Dann habt ihr es sofort. Den Link zum Buch findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr ganz spezielle Fragen zu neuen Projekten oder einer neuen Liebe habt, könnt ihr eine persönliche Beratung bei mir buchen und dann sprechen wir darüber. Alternativ könnt ihr auch ein computerbasiertes schriftliches Jahreshoroskop von mir und auch den Partnervergleich als PDF bestellen. Beides kann für euch erstmal eine gute Orientierungshilfe sein und die sind auch preisgünstiger als die persönlichen Beratungen. Auch euer Geburtshoroskop, das Kosmogramm, könnt ihr als schriftliches PDF-Horoskop erwerben. Alle meine Angebote findet ihr auf meiner Homepage, auf der Beratungsseite oder ihr ruft auf unserem Kundentelefon an und beides habe ich hier auf der Infokarte verlinkt und ich schreibe euch das auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Wenn euch eure Sternzeichenbilder in diesem Video gefallen haben, findet ihr diese Bilder zusammen mit der spirituellen Deutung der Zeitqualität für jeden Monat in meinem neuen Wandkalender für 2020. Ihr könnt ihn über meine Homepage auf der Bücherseite bestellen. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Diesmal gibt's natürlich ein Exemplar meines Jahrbuchs mit persönlicher Widmung zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar, zum Beispiel wie euch das Jahreshoroskop gefallen hat oder mit einer Anregung für neue Themen und abonniert meinen Kanal. Und falls ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Die geht kurz vor Weihnachten online. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss möchte ich euch noch einige meiner anderen Videos empfehlen, die wichtig sind, vor allem natürlich die kosmische Schwingung für 2020 mit den Konstellationen des Jahres. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr und alles Gute mit den Sternen.